Was für ein Opening. Hallo, wir sind zurück im nächsten Teil Deponia 4. Und ich darf nicht husten, ich darf nicht niesen, ich darf gar nichts. Du darfst die Klappe halten. Ah ja. Oh. Oh, ein Stecker. Das kann man immer gebrauchen, ein Schnabeltier. Ja. Guten Tag. Das Tier erinnert mich außen. Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Okay. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Anschlussfrage. Wer mag Klugscheißer? Niemand? Tja, richtige Antwort. Kannst den Eimer bestimmen. Was hier fehlt, ist eine unterbezahlte Aushilfskraft. Ah, dürfte nicht so schwer sein. Immerhin ist das hier eine Uni. Ja, eben, wir haben noch einen. Wir haben schon wieder alles aus dem Inventar raus. Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Das haben wir, das haben wir. Jetzt muss ich mit allen reden. Wo finde ich noch gleich MacChronicles richtige Zeitmaschine? Wenn MacChronicle an etwas gearbeitet hat, dann wird sicher... Ja, okay. Kannst da oben auch an dem Rad drehen. Ja, ich drehe ja gleich wirklich am Rad. Ghoul, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wiederherzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke, nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt, damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Tja, die haben sich aber schon gut kennengelernt. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Gut, dann Regenschirm. Was du alles einsagst, ne? Mhm. Hat nicht nied- und nagelfest ist. Ich denke mal, da geht's... Sie dürfen uns nicht unbeaufsichtigt lassen. Doch, das geht. Schlagt einfach die Bücher auf Seite 50 auf. Was mein Chronicle uns beigebracht hat, steht in keinem Buch. Ihr braucht also eine praktische Aufgabe? Nichts einfacher als das. Ich bin ja selbst ein Mann der Tat. Die sollen das jetzt untersuchen. Wer kann mir sagen, warum das Schnabeltier über die Straße ging? Wen interessiert's? Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Gute Antwort. Na komm schon, rein da mit dir. Och, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. Wer kann mir sagen, warum das Schnabeltier über die Straße ging? Ich kann das jetzt das Laufrad tun. So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Buh! Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke, richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Und was ist das jetzt gleich? Das ist... Ach nein, nicht... Vielleicht kennst du einfach nur nicht die richtige Art von Ballon. Tja. Vielleicht kannst du da irgendwas reinstecken oder mit dem Regenschirm an dem Zeiger der Uhr drehen. Nein. Oder durch das temporäre Loch stecken. Denkt daran, beobachtet die Anomalie, macht euch Notizen und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Aber ob du jetzt dahin gehen solltest, war ich bezweifeln. Ziege. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Pinata? Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh, keine Sorge.
noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Okay, irischer Sehende. Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Um Arsch. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht in... Nein, aber... Ja, bla bla. Labor. Unkraut. Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Mich auch. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Vielleicht liegt da irgendwo der Schlüssel. Nee. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinter... Was haben wir hier? Schalter. Und ein schwarzes... Fotos von Baby-Wombats. Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Das ist Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Oh, das Sieglein. Jetzt mampft sie da. Was ist, wenn wir jetzt nochmal? Ah, jetzt hat er die wieder rüber. Aha. Was bringt ihr das? Noch gar nichts. Ach, herrje. Ach, herrje. Er hat Hausarrest bekommen. Wir haben hier keine Hotspots? Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi hopp. Die Pausenglocke. Okay. Ach, wieder ein Schnabeltier. Komm, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Hey, ich habe das Gerüst gefunden. Was ist denn dafür nur Errungenschaft? Was ist denn für Quatsch? Wofür brauchst du das Gerüst? Aber was weiß ich? Vielleicht für die Ziege, die hier rumalbert, aber... Dieses Achievement habe ich mir mehr als verdient. Vielleicht kannst du die mit dem Kleeblatt locken. Lieber den Krempel in der Hand, als denselben Krempel auf dem Dach. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Komm, Muschi, 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 Muschi. Es weiß offenbar nicht, was gut ist. Noch ist hier gar nichts im Eimer. Jetzt mit dem Regenschirm da reintreiben. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Das ist doch lieblich. Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Ich bezweifle doch sehr... Ja, hier mit dem Pausenbrot. Ne? Willst du mit mir mein Pausenbrot? Ja, jetzt muss ich nur... Muss er nur noch den Absender finden. Fragen wir mal unsere Studenten. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich?
Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, wir können es haben. Mit der Appetit vergangen. Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Einfach. So, jetzt lass das bitte ein... Ach da. Frisches Pausenbrot. Ein guter Köder sein. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus mit einem rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Was ist, wenn wir das da durch diese Anomalie halten? Vielleicht wird's dann alt? Man kann ja nie wissen. Würde Sinn ergeben. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot ist also alt. Und die Hand auch. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Was willst du mit der Ente? Das ist ein Schnabeltier, ein Albino-Schnabeltier. Ach, was weiß ich denn? Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Vielleicht bringe ich die zwei zusammen. Zusammen ins Laufrad. Das größere Anomalie. Ja, man könnte das vielleicht schlussfolgern. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Na, dann rennt er schneller. Boah, siehst du? Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswalküre. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbolde, weißt du? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wolle nie etwas, was auch andere erleben können. Ja, aber dann immer dazwischen. So, jetzt ist aber genug hier. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Hä? Auf den Knopf drücken. Auf welchen Knopf? Kannst du den roten Knopf nicht mehr drücken? Nein. Vielleicht kannst du das Schnabeltier. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Ja, richtig. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Steck doch den Regenschirm da rein. Kann mir jemand sagen, du bist echt über deine... Schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. So. Jetzt hast du zwei Schnabeltiere. Nein, die Schulglocke hat geklingelt. Heißt? Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann.
Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Phantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Die Musik ist jetzt hier gerade richtig gut und leider jetzt gerade ein bisschen leise. Machen wir ein bisschen lauter. Kommt 35. Wie großzügig. Ja, so bin ich heute. Mein Gott, jetzt ist die viel zu laut, die Musik. Ich finde die gerade hier richtig cool. Ah, komm, ich geb noch was drauf. So, das reicht. Man soll es nicht übertreiben. Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Der unterhält sich mit dem und steht mit dem Rücken zu dem. Das ist auch ein bisschen komisch. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Guck mal, das hier oben, die Maske sieht so komisch aus. Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Kannst du ihm Eimer über den Kopf stecken? Das Tafelwasser ist alle. Ich weiß, es hat seit Wochen nicht geregnet. Wie soll ich jetzt nur Juniors wirre Theorien von der Tafel geschrubbt bekommen? Vielleicht muss ich einfach noch mehr schrubben. Schrubb. Schrubb. Schrubb, schrubb, schrubb. Der ist bekloppt. Ich behalte meine Sache. So wird der Vielleicht würde ihn das entspannen. Nötig hätte er es ja. Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei. Und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Also ist schon eine lebende Abrissbirne, ne? Ja. Oh Gott. Na, guck mal, die nimmt da mit, aber den Vogel lässt da liegen. Oh nee. Oh, hier ist es aufgetreten. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Jetzt ist der echt über den Vogel gelatscht. Da, schon wieder. Der arme Vogel. Allerdings. Was ist jetzt mit dieser dämlichen Ziege da oben? Sie sind hübsch, sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Unkraut rauchen? Ah, und dann können wir ihm das als... Nee, geh mal weg. Weil er hat ja mal geraucht oder will rauchen. Och nee. Der arme Vogel. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Jetzt wird er total high. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. Oh Gott. Es wäre herrlich, das Rauchen. So, lololololololo, guck, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen.
Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Du kannst jetzt bestimmt den Schlüssel nehmen. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht. Darf ich dann auch? Klar. Yippie! Jetzt nimmst du den Dingens mit. Ja, ja, ja. McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Man hat auch den Depp-Hut auf. Naja. Na dann. Oh, schon wieder über das Vögelchen. Aber das arme Vögelchen. Übers Tweetylein. Ist es nicht. Ist es wohl. Ist es nicht. So. Hauptcomputer und Übungsraum. Fällt mir gerade so Blade Runner an, ich weiß auch nicht. Labor. Das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Warum steht sein Bett? Was haben wir denn hier? Genau, jetzt nimm alles auseinander. Bitte, bäh. Das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Ich gitte bäh. Ich gitte bäh. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Aha. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Der roten Knopf, den können wir nicht drücken. Gut, dann sollten wir ja die Tafel wischen. Was ist denn jetzt? Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Ja, die Mosaiksteinchen, damit machen wir uns jetzt eine 4D-Brille. Und das Ding, jetzt, na, überleg doch mal, woran erinnert dich das? An welche TV-Serie? Stargate. Dingelingelingeling! Ob man da sich was abgeguckt sieht, hat? Ja, aber es sieht... Na, jetzt kommt bitte, ne? Nee. Ein Zeitportal in Form eines Rings?
Das ist Stargate. Ja, das ist das Einzige, was da ja. ist, dass es ein Ring ist. Ja, eben. Also, Freunde, ein bisschen debattieren werden wir da noch. Und machen wir zwischen dem und dem nächsten Teil. Und dann sehen wir uns da natürlich gleich wieder im nächsten Teil. Bis dahin, NRW bei 18, adieu. Da habe ich jetzt... Was denn? Ich möchte dich nicht wieder unterbrechen, den großen Star, den Mob. Ach, halt doch die Fresse, Mann. Lass einen anderen doch einfach mal ausreden. Jetzt sag... Oh.